gedacht und willkommen. Ich fühle diese Location gerade dick. Ich auch, richtig oldschool, gell? Wie in alten Zeiten, Alter. Richtig oldschool. Oh mein Gott. Wir haben sogar eine Lichterkette. Alter, Scheiße. Einfach, die war da. Ich so, Tutti, können wir die da hinmachen, weil es bringt ein bisschen Christmas-Stimmung. Tutti so, okay. Und jetzt haben wir die Kisten umgestellt, alles wegen einer Lichterkette. Ja. Gut, also an der Stelle schon mal Like nach oben geben, wegen der Lichterkette. Ansonsten werden wir heute die Challenge machen. Wir erraten euren Namen, Alter und Herkunft. Und ich sag's euch, das war so krass von euch gewollt, dass ich mir schon gesagt habe, wir müssen es jetzt drehen. Wir wollen es auch regelmäßig bringen. Bis Ende des Monats oder so, wenn wir nochmal eine Folge machen. Also für die, die jetzt nicht mit dabei sind, seid nicht traurig, weil die nächsten Folgen. Checkt unbedingt noch Insta ab, denn die, die jetzt gerade in der Folge dabei sind, sind dabei wegen Instagram, weil wir dort alles ankündigen. Es läuft auch noch ein Gewinnspiel. Ihr könnt Nike, Tutti, Air Force. Nike, Air. Hey, du hattest doch fast Nike Air und dann Force. Okay, ihr könnt Nike Air Force da gewinnen, in weiß, egal in welcher Größe das ist. It doesn't matter, you know, weil wir schicken euch einfach die Größe, die ihr halt braucht. Stell dir vor, du arbeitest bei Snipes. Wollen Sie Nike Air? Ich kann es nicht, Und das Geile ist, ich habe euch auf Instagram gesagt, also Horner auch, schickt uns halt Fotos mit Namen, Alter, dies, das. Ja. Und ich habe noch nie so krasse Leute mir ausgeliehen. Bro. Weißt du warum? Du wirst halt niemals drauf kommen. Ich bin selbst nicht drauf gekommen. Weil mir und meine Mädels sind zu krass. Ich guck so, ich so verliebt. Also du wirst niemals drauf kommen. Das sind keine Stammis, weißt du? Und man sagt auch direkt Albaner, direkt Türke. Das ist krank. Ja, okay. Aber jetzt auch Länder, die ich kenne, weil ich kenne die so. Nein, du kennst die Länder, aber du kommst nicht drauf. Okay. Also wir machen aber mit strengen Punkten. Also genau. Sprich, früher wir haben so gesagt, ach, den Punkt gebe ich dir. Nein! Falsch ist falsch. Sag ich dir, was ist? Wer fängt an? Schnick, schnack, schnuck. Na du. Ach so. Ich fang an mit ihr. She's so beautiful. Ist sau hübsch, Alter. Sie ist richtig, als ich es gesehen habe, ist so. Verliebt. Ich würde sogar sagen, das ist richtig easy, weil sie ist deutsch. Sie, ne? Vielleicht war es auch extra eine Falle. Nein, ich glaube, helle Augen, helle Haare, deutsch. Hammerhorn, ich weiß schon, ich werde das gewinnen. Also, ich würde es auf jeden Fall sagen, deutsch. 19, 20, sag mal 20. Und sie sieht aus wie eine Luisa. Mit, aber nicht OU, sondern U. Luisa. Sie kann sogar deinen Namen schreiben. Luisa, ja? Nein. Sie heißt Anne. Das hat mich richtig verwirrt, weil wie Anne, nur mit Ä am Anfang. Ich wollte Anne das sagen. Das hat sie Anne? Ja, das habe ich noch nie gesehen mit Ä. Siehst du? Richtig kranker Name. Sag ich nicht, was ich denke. Und du hast gesagt 19, gell? 20. Ja, sie ist 17. Oh. Die ist noch voll jung. 17? Ja, voll jung, gell? Und voll hübsch. Ist doch mit 17 nicht so. Mit 17 meine Augenbrauen so. Meine Lachen so. Das war ich ein paar Monate noch. Sie sieht jetzt schon so aus wie so eine Studentin, so 20. Und studiert irgendwie so Lehramt. Ja, ja. Und sie ist Deutsche. Da hast du recht gehabt. Okay, einen Punkt hast du. Okay, alles andere ist falsch. Okay, gut. Das ist nicht so schlimm. Ey, das eine, das wird euch auseinandernehmen, Leute. Ey, übertreibt. Hast du Mischungen? Also sind die gemixt? Ja, zum Beispiel eine. Gemixt, geschüttet oder gemixt? Was soll ich hier? Ja, die eine ist jetzt mal zum Beispiel gemixt. Oh. Die ist jetzt gemixt. Ja, genau, okay. Oh, scheiße. Du wirst ausrasten. Okay, weißt du, ich glaube, sie ist irgendwas aus dem Balkan. Ich kam mir irgendwo, ich dachte erstmal so halb deutsch. Achso, nicht deswegen. Du bist generell. Ja, trotzdem. Ich glaube, sie ist so halb deutsch und dann so halb vietnamesisch oder so. Aber sie könnte auch aus den Philippinen kommen. Ich glaube, ich sag Philippine und halb deutsch. Also halb Philippine, halb deutsch. Ja. Und sie ist 17. Ihr Name ist. Steht auf ihrer Kette? Steht auf ihrer Kette? Das ist von Mutter oder so. Ihr Name ist. Oh, ich brauche jetzt einen richtig geilen Namen, weil die richtig hübsch ist. Die Mutter hat so geguckt, hat gesagt, brauche einen richtig geilen Namen bei dir. Deswegen brauche ich auch einen geilen Namen. Ich nenne sie Jessie. Sie sieht aus wie eine Jessie. Hätte die mir gerade kein irgendwie so als Asiaten aus. Ey, sorry. Nein, guck mal, kennst du nicht diese Asiaten? Man denkt so, die haben jetzt so richtig krasse Namen, aber dann heißt die so Jessie, Lena oder so. Also so deutsche. Das war bei Schwarzen, eigentlich. Die heißt dann Thomas. Ja, oder so. die heißt Helmut oder so. Okay, aber Jessie, das war echt ja, aber ich wollte die das schwer mit Namen. Also, okay, also. 17 und Philippinen. Also Philippinen und Deutsche. Okay, Deutsch, Philippinen, 17. Und Jessica. Jessica. Alle Jessica so. Nicht mal ich hätte Jessica genommen. Haltet euch jetzt fest, weil Ivana, ich bin ausgerastet. Sie ist halb Chinesin und halb Albanerin. Nein! Ich wollte sagen, Albanerin! Ein kleiner Flügel hat die Chinesin geklärt. Wie geil ist das denn? Ich wusste, sie kommt aus dem Balkan. Ich wusste es irgendwie. Warum sage ich es denn nicht? Ich finde die Mischung so heftig, weil ich habe das noch nie in meinem Leben gesehen. Habe ich was Richtiges? Sie 17? Nee, sie ist
21 und sie heißt Soda. Oh, ja, natürlich. Ja, sie ist auch Albanerin. Soda mit dir zu Hause. Wein. Ey, kranke Mischung. Kranke Mischung. Ist auch sehr hübsch. Ey, wir haben nur hübsche Mädels hier. Okay, das ist meine nächste. Darauf wirst du auch nicht kommen. Oh, ich glaube, ich kenne die. Ich habe auch eine. Doch, das ist Soala. Na? Kennst du schon krass schön zu den Namen? Ich bleib bei den Namen, ne? Soala? Ja, okay. Soala. Ja. Aber S-O-A-L-A. Ah, das ist klar. Ist doch egal, wie es eh falsch. Hey, was ist denn das da? Ja, ah, das ist so eine neue Funktion. Kennst du das nicht? Ich meine, ich fasse es so an. Zeig das mal. Guck mal, das ist so eine neue Funktion. Da kann man doch zur Person ausschneiden. Kennt ihr das nicht? Ganz kurz, ich hab's gerade so angefasst. Ich so, was bist du? Guck mal jetzt, Leute. Die wird einfach kurz gescannt. Ich dachte, Blitz irgendwie. Nein, so. Nein, nein. Boah, aber die ist schon älter. Die ist schon älter. 22. Soala, 22. Und sie kommt aus... Gibt es Somalien? Nein, Somalia. Somalia. Ich dachte, ich bin mit den Ländern. Der Mund? Somalia. Oder Kongo? Nein. Nein, nur eins. Ich glaube, das ist gerade dick peinlicher, sag ich das Kongo. Ja, natürlich beides falsch. Sie heißt, ich werde es jetzt aussprechen wie ein Affe, aber sie heißt... Nigeria, sorry. Nein, trotzdem nein. Sie heißt Imane, entweder Imane oder Imane, aber ich glaube mal Imane. Imane. Was? Ich glaube jetzt mal hier so Imane. Und sie ist einfach, was hast du gesagt, 22? Ja. Richtig. Das, ich hab's gerade gesagt. Dim, ich hab einen Punkt. Nein, 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 sie ist 16. Echt? Ja, natürlich, sie sieht doch voll jung aus. Sie ist 16 und sie kommt aus Togo. Und natürlich kenne ich Togo, aber die Flagge, ich war verwirrt. Lumi! Er bewegt immer die Kamera. Lumi, geh weg. Lumi, das ist... Lumi, das... Nee, das ist jetzt wirklich... Aber die Flagge hat mir jetzt nicht so wirklich was gesagt, also hab ich's gegoogelt. Ich gucke so, Flagge, grün, gelb, rot, weißer Stern. Deswegen wusste ich, wirst du nicht drauf kommen. Ich wusste, wirst du Nigeria oder sowas sagen. Ja gut, ne? Ich habe jetzt wieder keinen Punkt dafür. Ey, wir sind richtig scheiße. Einfach nur, du hast einen Punkt, ich habe nicht mal einen. Nein, du hast doch einen Punkt. Du hattest einen Punkt mit Deutschland. Ich hatte einen Punkt. Du hattest einen, ich hatte keinen. Macht mehr Sinn, macht mehr Sinn. Jetzt kommt die nächste Person. Leute, ich mein's ernst. Ihr werdet ausrasten. Totti, was hast du genommen? Seit wann? China, Albanien, jetzt? Was kommt jetzt? Okay. Nein! Okay, los geht's! Was ist sie? Oh Gott. Auch gemixt, gell? Ne, die ist jetzt eine Nationalität. Okay, ich glaube, sie ist Serbin. Es ist nur so witzig, weil sie meinte, meine Nationalität wurde nie richtig erraten. Du kannst gut Punkte dadurch sammeln. Ich so, 10 Punkte für Slytherin. Guck mal, rein vom Äußerlichen würde ich jetzt sagen, Serbin. Weil ich glaube, viele denken, Serben sind immer so helle Augen, auch etwas hellere Haare. Aber es gibt auch Serben, die sehr dunkel sind. Also auch mit den Augen und Haaren und alles. Deswegen würde ich jetzt mal vom Bauchgefühl sagen, Serbin. Könnte auch Griechen sein. Fuck it. Also eine Nationalität, wie gesagt. Okay, Serbin. Sie ist 18, frisch geworden, gestern noch so gefeiert und so, und jetzt ist sie frischer 18. Nee, ich sag sogar 19. 18 liegt schon ein bisschen weiter zurück, weißt du? Oh, Tutti, was hat sie denn mit der Kamera? Der Hund? Der Hund da gerade so meine Socke. Der ist Socken geil, wirklich. Und Ohrläppchen geil, aber darüber reden wir mal anders. Ich stehe den Hund so nach oben. Ich mach so, oh, Lumi. Dann macht der so. Aber er macht erstmal so, er riecht an eurem Ohrläppchen, er macht so. Und danach legt er es auf. Ich denke so, ja, das ist schon geil. Das ist Spaß gewesen, Leute. Also Serbin, 19 und ich würde sagen, jetzt will er meine Sonne. Und ich würde sagen, sie heißt Svenja. Irgendwas mit S. Ich fühle dieses S gerade. Svenja. Aber die ist Svenja. Okay. Wie Serben sagen würden. Warte, Serbin, Svenja? Und 19. Fuck, jetzt hat Dick verkackt, Alter. Scheiße. Okay, also sie ist nicht 19, sondern 20. Fuck, Alter! Sie heißt nicht Svenja, sondern Natalie. Ey, Serbin, gell, Serbin? Nein, sie ist Russin. Ah! Ah, Junge, du warst aber schon gut dran, weil, weißt du, so Serben, Russen, ich bin schon Serben, die ähneln sich. Die haben auch viele Wörter gleich. Ich dachte eher, du würdest jetzt so sagen, so Kurdin oder so. Nein, weil ich wusste, wenn du so dunkle Haare, dunkle Augen, man denkt direkt so etwas in die Richtung. So Kurdin, Türkin, Iran, Irak. Tamam, du hast das Spiel durchschaut. Aber natürlich habe ich es durchschaut, wie von Anfang erklärt. Trotzdem habe ich... Du hast wieder keinen Punkt. Ey, das ist schon irgendwie traurig. Ja, 1-0. Ja, okay. Das ist meine nächste Person. Warte, ich muss kurz gucken. Okay. Auch hübsch. Gell, schön ins Augen-Make-up. Das ist echt schön. Ihr seid alle richtig hübsch. Das Ding voll mein Style. Ich würde sogar jetzt direkt sagen, sie ist Albanerin. Ja. Aber sie ist so eine Albanerin, die wird dann Vanessa genannt. Ach so. Ja. Also, oder Lisa, Leute. Ja, also, wisst ihr, was ich meine? Auf denen gut integriert und so. Also Albanerin, Lisa, Vanessa. Ja. Du denkst Albanerin und sie heißt, aber was denn jetzt von den drei Namen? Ne? Das, was da noch stimmt. Nach was
sieht sie denn aus für dich? Schon wie eine Albanerin, wegen den Augen und auch, ja, auch die Stirn, ne? Ich sag's dir ganz offen, die Stirn macht's. Ist ein Filter drauf? Leute, ist mit Filter, das müssen wir. Ich glaube schon. Könnte auch deutsch sein. Naja, ich glaube jetzt mal, mein Bauchgefühl sagt auf jeden Fall, sie ist Albanerin. Sie heißt Lisa, Vanessa und sie ist knackige 19. Okay. Oh, ja, komm, so schwitzen! 18, okay. 17. Nein, sie ist 19. 19 habe ich gesagt! Ich dachte, sie wäre 20. Knackige 19! Ich habe 2 Punkte! Ich habe verloren, wow. Yeah. Du hast schon lang verloren. Nein, ich warte noch eine Person. Ey, fuck, ich dachte, sie wäre 20. Ich so, oh, ich hab grad so spitz. Achso, ist sie Albanerin? Nein, sie ist Polin. Achso. Ich wusste, du wirst Albanerin sagen, weil ich dachte auch, okay, Albanisch könnte sein, aber sie ist Polin. Und sie heißt Julia. Und sie sieht auch aus wie eine Julia. Wie kamst du dich auf Julia? Was hast du gesagt? Lisa. Sie sieht doch aus wie eine Lisa. Ey, Leute, schreib mir bitte kurz in die Kommentare, ob sie wie eine Julia aussieht. Ja. Im Leben. Sie riecht aus wie eine Julia. Natürlich. Welche Julia sah so? Natürlich. Und auch wie eine Polin. Ich wäre nicht auf Albanerin. Ich wäre entweder Deutsch, Pole oder Russisch. Ich dachte, du nimmst eins von denen. Aber ihre Stirn. Tutti! Viele Leute haben eine große Stirn, sind direkt Albaner. Irgendwie irgendwo albanische Connection. Ja, der Nachbar ist ein Albaner oder so. Oh mein Gott. Ey, ich küsse ihr Herz an die, die es mir geschickt hat, weil das ist wieder so eine Sache, da wird Honna niemals drauf kommen. Ach, Tutti, ich habe doch auch schon keine Punkte. Soll ich was Leichtes machen? Nein, egal. Soll ich irgendwie was... Nein, komm, wenn es interessant ist, dann gib her die Olle. Oh, fuck, Alter. Okay, ich mach's dir ein bisschen einfacher. Sie tut mir jetzt irgendwie leid, Leute. Sonst holt sie nach dem Video. Geilst du helfen, gell? Nein, ich schneide einfach so, dass ich gewonnen habe. Ich gebe dir jetzt mal einen Tipp. Das, was du denkst, stimmt nicht. Ich hab noch gar nichts gesagt! Aber du denkst ja schon. Okay, sie trägt ein Nazar-Auge. Also müsste sie irgendwas, also so Deutsch oder so, ist relativ unrealistisch. Ja, so. Ja. Ich glaube, sie ist Marokkanerin. Weißt du warum? Hm? Marokkaner haben sehr oft große Augen, eine etwas schmalere Nase und dann wieder große Lippen. Ja! Gell? Ja, aber deswegen, richtig. Deswegen glaube ich mal Marokkanerin. Ey, ich glaube. Jetzt reicht's aber. Jetzt gibt's auch ein Bobo. Du Unartige. Das hast du komplett verstellt. Ist ja auch egal jetzt. Das ist die letzte Person. Ich glaube, sie ist Marokkanerin und sie ist schon 22. Oder sie ist richtig. Entweder sie ist so richtig alt, so 32 plötzlich, gell? Oder? 32 ist alt. Nein, ist nicht alt, aber du weißt, was ich meine. Okay. Im Gegensatz zu. Oder sie könnte auch 15 sein. Sie ist so eine Person. Sie kann beides. Also, ich glaube, sie ist 24 und heißt Caroline. Caroline oder so. Warte mal, hast du gerade Caroline gesagt? Ja. Also Caroline? Caroline 22 oder 24. Ich glaube, ich gehe mit 24. Okay, Caroline und Marokkanerin. 24 und Marokkanerin. Was denn? Das haben wir noch nie gehabt, Leute. Oh mein Gott, heißt Caroline! Sie heißt Caroline! Ja, niemand will was sagen. Ey, das ist so unwahrscheinlich, dass du gerade den Namen richtig erraten hast. Aber sie ist nicht Marokkanerin, sie ist Deutsche. Oh nein! Warum trägst du das? Sie sieht nicht aus wie eine Deutsche. Scheiße. Und sie ist 29. Oh, ich wusste doch, entweder so, Richtung 30. Älter, so Richtung 30 oder 15. Krank. Ey, Caroline. Caroline. Junge. Ich wollte mit dir Punkte sammeln. Scheiße, ey. Okay, Namen einen Punkt. Aber weil Skill ist, doppelte eigentlich gezählt worden. Ich dachte, ey, ganz im Ernst, ey, Schiedsrichter, ich würde 2 Punkte geben, weil Name ist so unwahrscheinlich. Name ist so unrealistisch. Weil es gibt so viele Namen. Guck mal, Nationalität, kennst du? Wie viele gibt's? Wir am Anfang, wir lassen nichts durch. Es wird hart gespielt. Auch wir, eigentlich... Eigentlich 2 Punkte. Ja, eigentlich steht es da mit 2-2. Umso besser, weil da müssen wir nochmal ein Rematch machen. Aber nicht das richtige YouTuber. Ja, voilà. Wir wissen, dass es läuft. Leute, leider 2-2. Gut, Leute, das ist ja sonst von Spaß. Liken, kommentieren, abonnieren, checkt unseren Reaction-Kanal ab. JT Reaction, da kommt jeden Tag um 20 Uhr eine Reaction. Ganz fleißig. Aber ganz wichtig, abonnieren, damit wir wachsen. JT Family muss groß werden. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Ciao.